Spezialwaffen kontrollieren, um das gegnerische Team zu dominieren. So, willkommen zu einer weiteren Folge. Ich leg gleich mal hier los. Schau, dass ich jetzt mal auch eine bessere KD jetzt mache in dieser Runde hier. So. Keine Sau ist hier. Hoffentlich erwischen wir ihn. Ah! Scheiße, also wir haben ihn fast erwischt. Stirb, stirb, stirb! Was war das denn? Wieso bin ich so schnell gestorben? War ein bisschen zu schnell. Stirb, stirb, stirb! Jawohl. Falls ihr es vorhin gesehen hattet, ich hatte in der letzten Folge 15 Assists. 15. Das ist ja nicht mehr normal, ganz ehrlich. Das ist schon viel zu viel, 15 Assists. So, mal schauen, wie wir uns schlagen mit der Sniper. Jawoll! Edel. Geh ein. Schilder auf Maxi. Schade. Die! Scheiße. Ducken wir uns. Wenn es so ist wie bei den alten Halos, kann man einen da nicht mehr sehen. Das finde ich nur geil. Hier unten wird gleich einer kommen. Den hole ich mir. Hup! Weg ist er. So. Da wird jetzt gleich einer kommen. Ja. Unterstützung. Naja. Aber da hat wirklich der andere die meiste Arbeit geleistet. So, wenn er jetzt hier vorbeikommt, dann kann ich ihn mir holen. Scheiße! Ah, ich habe ihn wenigstens noch erwischt. Letzte Kugel. Letzter Schuss. So. Die. Scharfschützengewehr in 10 Sekunden. Spezialwaffen in 10 Sekunden. Okay, eine Sniper. Verstecken wir uns hier, dass der Spaß uns nicht sieht. Spezialwaffen bereit. So, das war geil. Mal schauen, ob wir einen erwischen können. Die Runde läuft viel, viel besser als die davor. Ich kann mich jetzt irgendwie besser konzentrieren. Wupp! Und weg war er! Führung verloren. Hey, geil, die Runde, die taugt mir gerade. Ja, man braucht halt mal ein paar Einspielrunden. Eine coole Lobby, dann geht das schon mal. Und ich merke, wenn ich weniger rede, fällt sich das Spielen auch ein bisschen leichter. Deswegen rede ich jetzt einfach mal nicht mehr so viel. Komm hoch, stell dich. Fick dich, fick dich, fick dich. Das muss verbessert werden. Man kann nicht, wenn man geduckt ist, springen. Oh, huhuhu. Also ich war froh, dass ich den anderen Penner noch gekriegt habe. Auf halbem Weg zum Sieg. Okay. Kampfbär. Draußen hat einen erwischt. Puh. Wie gesagt, den Boost muss ich mir wirklich angewöhnen. Das ist wirklich überlebenswichtig in dem Spiel. Jetzt habe ich mich aber selbst gesprengt.
8 zu 4, das geht schon mal. Aber das war gerade leichtsinnig. Die DMA mag ich irgendwie immer mehr als die BA seit Halo Reach. Weil die fand ich eigentlich immer geil mit dem Einschuss. BA mag ich aber auch, ist auch edel. Unterstützung zumindest. Jawohl! Ah, ich dachte, ich habe ihn noch. 30 Sekunden bis zum Scharfschützengewehr. Spezialwaffen in 30 Sekunden. Okay, ich find's cool, dass die das sagen. Dass da weißt du Bescheid, jetzt gibt's dann eine Sniper oder so ein Zeug. Was halt ist, ist, dass halt dann... Naja, es ist eigentlich ziemlich gut, weil dann jeder Vollhorst dahin läuft, dann kannst du vielleicht dann Hinterhalt... mit dem Hinterhalt erlegen. Spezialwaffen in 10 Sekunden. Mal nehme ich mal wieder. Vielleicht kriege ich wieder so ein paar Lucky Shots. Scharfschützengewehr bereit. Spezialwaffen bereit. Wichser. Aber ich muss sagen, es lässt sich viel besser zielen mit der Sniper. Also mit dem Trigger ist es viel besser. Also das kann ich echt bestätigen. Das wollte ich eigentlich schon immer mal, dass das so geht. Ich dachte am Anfang, naja, es ist dann ja nicht mehr Halo, wenn du so anvisieren kannst. Aber ich finde, es ist eigentlich gar nicht so schlecht. No Scope bin ich halt schlecht. Ablenkung! Keine Ahnung, was dieses Piepsen ist. So, was ich super finde, ist, dass es wirklich keine scheiß Klassen mehr like Call of Duty gibt. Das heißt, ich finde es gut, dass du nicht mehr mit BA oder sowas starten kannst, dass du die Waffen wieder finden musst. Ich finde es viel, viel besser. Da hat jeder die gleichen Chancen, weil wenn einer ein Sturmgewehr hatte und der andere eine BA, hat der natürlich mit dem Sturmgewehr immer den Kürzeren gezogen bei Halo 4. Und ich fand es auch blöd mit den Panzerungssachen. Mit den Panzerungssachen. Double Drop Shoes! Mit den Panzerungsfähigkeiten fand ich auch blöd. Auf einmal habe ich wieder sau viel Kugeln. Weil, naja, es hat einfach genervt. Also, ist... So, Alter. Hier soll man ja nur ein Jetpack kriegen. Ich weiß aber nicht, ob man das jetzt in einen anderen Modi kriegt oder sowas. Auf jeden Fall hat jeder ein Jetpack und diese Schubdüsen. Ich finde, das reicht vollkommen. Genau, und dann ist auch keiner benachteiligt. Fand ich bei Halo 3 super, dass eben, dass jeder die gleichen Sachen hatte. Und nicht einer seinen Vorteil hatte, weil er irgendwie eine, naja, ein Panzerungsschild oder sowas hatte, weil er hat dann das Schild gemacht und dann konntest du ihn immer töten und dann. Ich mag es einfach lieber und vor allem mit den Klassen. Was halt cool wäre, wenn es so Waffentarnungen gäbe. Und zwar, wenn du die Waffe in deine Hand nimmst, dass sie dann diese Tarnfarbe annimmt. Dass es dann so wie so eine kleine Animation hat, das wäre schon cool. So eine kleine Animation, wie mal so, wie sich die Farbe der Waffe verändert, das wäre schon cool. Oder eben nur vom Sturmgewehr, wenn das der Fall sein sollte. Aber immerhin wäre die Möglichkeit cool, wenn es die gäbe. Die Runde läuft richtig geil. Komme ich richtig ins Spiel rein. So, also das Spiel läuft eigentlich ziemlich flüssig, finde ich. Für die Beta und auch da jetzt nicht so viele Spiele online sind. Was halt ist, sind diese Ladezeiten. Sind manchmal ziemlich lange. Aber das hält sich auch relativ in Grenzen. So. Ich weiß zwar nicht, warum keiner die Sniper nimmt. Wahrscheinlich wegen dem hier! Scheiße, da kommt einer. Komm her, komm her, komm her, ich töte dich. Scheiße. Also, da habe ich jetzt verkackt. Und nimm dir die Sniper? Mm, ja. Oder nein. Komm, probier. Oh, fuck! Jawoll! Führung verloren.
bin mal, also das Spiel soll ja 2015 rauskommen, ich bin gespannt, wann. Jawohl! Juhu! Ich hab den Sieg gebracht! Yeah! Das war ein absolut geiles Spiel jetzt.